Thank you.
lange ist das her? Mein Verschlüsselungszauber hat dafür gesorgt, dass keiner seine neugierige Nase in die Schriften stecken kann. Sobald er aufgehoben ist, kann aber jeder darin lesen. Ich hoffe allerdings, ihr vergesst nicht, dass darin nur die Theorie beschrieben steht. Ihr braucht jede Menge Äther, wie wollt ihr den beschaffen? Darauf hat uns Sid schon hingewiesen. Auch wenn wir unser Schiff mit Kristallen vollladen, wird es bei weitem nicht reichen. Mit einem Auraziten und dem Ätherextraktor könnte es vielleicht gehen, aber... Aber wo die sind, weiß nur Minfilia und wir haben keinen Hinweis auf ihren Verbleib. Und... Äther, die Quelle aller Magie. Aber ja, das ist es! Das Auge des Drachen. Die sieben hohen Drachen existieren seit tausenden von Jahren. Und über all diese Zeit haben sie stetig Äther in sich konzentriert. In ihren Augen, der Quelle ihrer Magie. Aber können wir uns diese Kraft so einfach nutzbar machen? Das gelänge doch wohl nur einem Drachen selbst. Oder jemandem, der mit ihr genauso vertraut ist. Dem Azur-Drachenreiter. Unser Plan nimmt ja langsam Gestalt an. Dann lasst uns nach Ishkar zurückkehren. Was ist mit deinen Augen, Kind? Wann ist denn das passiert? Ah, du hast es bemerkt? Seit ich nach dem Teleportzauber im Ätherstrom herumgeirrt bin, ist meine Sicht ganz anders. Teleportzauber? Etwa ein Antiker? Du Dummerchen, wie oft hab ich dir gesagt, lass die Finger von der verbotenen Magie. Aber ich musste es tun. Minfilias Leben stand auf dem Spiel und das Schicksal Eoseas. Außerdem konnte ich so in den Ätherbahnen umherwandern. So eine Erfahrung macht man doch wirklich nicht alle Tage. Erfahrung, papalapap. Ich muss dir ja wohl nicht sagen, wie viel Kraft es braucht, nur durch das Fühlen der Ätherschwingungen zu sehen. Ja, Matoya. Danke für alles. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Es ist schon seltsam. Bis vor kurzem durfte noch niemand nach Ishgard herein und jetzt fliegen schon Linienschiffe die Stadt an. Endlich haben sich die Stadtstaaten die Hände gereicht. Und ein Gutteil davon ist dein Verdienst. Du bist die Flamme der Hoffnung für uns alle. Erspar ihr die schmalzigen Worte. Dafür kämpfen Leute wie wir nicht. Danken darf man seiner Retterin doch wohl noch. Zum Danken ist es zu früh. Vor uns liegt eine Schlacht, die einen tausendjährigen Krieg beenden wird. In Azizla werde ich alle mein Ende setzen. Ich will weder deine Entschlossenheit noch den Ernst der Lage anzweifeln. Aber du musst aufpassen. In dem Auge wohnt eine Kraft, die von dem unstillbaren Hass des Drachen gespeist wird. Meinst du, dass sie mich verschlingen wird? Eher ersticke ich die Kraft und gehe mit ihr zusammen unter. Welch ein Glück, dass ich euch antreffe. Ich habe den Sonnenwind ohne Aufsicht gelassen, um euch ein Objekt von höchster Wichtigkeit zu überbringen. Hier, möge er euch gute Dienste leisten. Ein weißer Aurazit? Er befand sich in Moonbridas Hinterlassenschaft. Sie hat sogar daran gedacht, Ersatz mitzubringen. Ihr begebt euch an den Ort, an dem die dunklen Wesen lauern, die meiner teuren Freundin das Leben raubten. Ich bitte dich, lass sie dafür bezahlen. Hier, seht nur. Sie ist so umfassend verbessert, dass ich ihr einen neuen Namen gegeben habe. Die Enterprise Excelsior. Oder einfach Excelsior, wenn euch das zu lang ist. Sie wird euch an den Ort der großen Konfrontation bringen. Also dann, alle Mann an Bord! Ab hier muss ich euch alleine ziehen lassen. Aber meine Gebete werden euch begleiten. Und ich bin sicher, dass auch Orchefant im Geiste bei euch sein wird. Viel Glück! Möge eure Mission von Erfolg gekrönt sein. Also dann, Abflug! Thank you.
ist es soweit, Leute. Zeig mir deine Kraft, Auge. Schweinchen pfeift. Die Galea. Verflucht nochmal! Wir haben bloß darauf gewartet, dass wir ihnen den roten Teppich ausrollen. Haltet euch fest! Ah, gleich schießen sie uns ab! Verdammt! Das halten wir nicht mehr lange durch! Die Zeit ist gekommen, dein Geschenk einzusetzen, Heidelin. Für all die Opfer, die mein einfältiger Glaube an meine selbst erschaffene Gerechtigkeit forderte. Shiva, Resvelge, bitte verzeiht mir. Selbst jetzt wünsche ich mir nur, dass all die kalten Herzen sich erwärmen. In einer Zeit des wahren Friedens. Thank you.
Leb wohl, Kriegerin des Lichts. Du hast mir den Weg gezeigt. Isel! Dieser Äther, sie hat einen Lichtkristall benutzt. Auch sie war geführt von Heidelin. Frieden, Eisherz. Thank you.
It's me versus the world. How did I learn to thrive? Thrive in that little way that mattered to me? A good woman, pretty good life, great friends, and a fulfilling lifestyle? I went through the same roadmap everybody did. First, you experience a trauma, then a motivation. You get a burst of anger that helps you get started. Then it subsides once you've removed the parts of life that aren't beneficial to you. John. That discusses in great detail corruption within the U.S. government and what it means. We need to understand there are really two levels of corruption. One is the individual's abuse of power. For example, last week I outed the head of the Bahamian police organization. I gave the bank name, the times, and from whom deposits came into this account totaling many times the police chief's salary. I had named the cash withdrawals, again totaling many times his salary. I linked deposits to a decision made by that person to buy multi-million dollar contract from Motorola Communications, and what happened? Absolutely nothing. Cabinet ministers jumped to his defense. No one bothered to go into that account to verify or deny. In fact, it was ignored. That level of corruption is protected by the system of corruption. There is corruption that goes far deeper, however, and that is the corruption of those who reach for more power in order to be more corrupt. In America, that happens through legislation. That legislation does two things. It diminishes the power of the citizen and proportionally increases the power of the government. This is what I'm going to be discussing later on today in the webpage. Really, every American should read this. Thank you very much. We're going to talk about Hong Kong and how important Hong Kong is. Hong Kong is the most advanced example of what China could be. What the British and the Guangdong people built in Hong Kong is something that is